Hallo und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier aus Manchester im Old Trafford zum Spiel Manchester United gegen Bayern München, Champions League Viertelfinal Rückspiel. Die Bayern haben das Hinspiel zu Hause mit 2:1 gewonnen. Das ist zwar eine ordentliche Ausgangsposition, aber birgt natürlich auch die Gefahr des Ausscheidens. Sollte nämlich Manchester United hier heute mit 1:0 gewinnen, sind die Bayern ausgeschieden und Manchester United steht nach langen Jahren wieder mal in einem Halbfinale der Champions League. Klar, die Bayern sind hier Favorit im Old Trafford. Aber eine magische Nacht hatten die Bayern hier auch schon mal. Also alles ist möglich. Bayern ist Favorit. Manchester United der Außenseiter. Nämlich die langjährige Champions League Erfahrung liegt beim deutschen Rekordmeister anstatt beim englischen Rekordmeister. Wir schauen mal ganz kurz auf die Startformation. Und ich kann Ihnen sagen, im Vergleich zum Rückspiel hat sich nichts geändert. Auch wieder Bastian Schweinsteiger, wieder nur von der Bank. Bei den Bayern sieht es genauso aus. Es sind genau die 22 Spieler, die sich vor einer Woche schon vor 6 Tagen schon mal in der Allianz Arena begegnet sind. Nun ist es soweit, Champions League Viertelfinal Rückspiel. Manchester United traditionell in Rot-Weiß in der ersten Halbzeit, von links nach rechts die Bayern in kompletten Weiß mit der ersten Chance von Memphis Depay. Erste große Möglichkeit hier also für United, für die Red Devils, wie sie so gerne genannt werden. Langer Ball von Müller auf Müller, kommt aber nicht an. Rooney, Man United macht hier zu Beginn Druck. Michael Carrick versucht mit dem langen Zuspiel, kein Problem für Neuer. Neuer mit dem Abwurf auf Philipp Lahm. Also Manchester United beginnt mit einem sehr offensiven Pressing, wie es mir hier scheint. Na klar, sie müssen hier mal ein Tor erzielen. Oh, klasse Zuspiel hier für Frank Ribéry von Robert Lewandowski und die erste Chance für die Bayern. Nur ein paar Minuten rum und wir haben hier schon 3 große Chancen. Scheint nach einem guten Abend zu werden. Sie sehen oben in der Anzeige, in der Klammer, das Hinspielergebnis. Sollten noch Tore hinzukommen, sehen Sie dort das Gesamtergebnis. Aber das kommt erst zu sprechen, wenn wir hier und heute ein Tor sehen. Die Bayern. Xavi Alonso, kein Problem für Phil Jones, der wieder mit dem Langball zu Martial Neuer draußen. Stark gemacht vom deutschen Nationalkeeper, der sich da aufbauscht, da vor Martial und so den Weg unmöglich macht für den französischen Youngster und Nationalspieler. Ian Robben legt auf Thomas Müller und der mit dem 1:0. 1:0 Bayern München und es ist das so wichtige Auswärtstor für den deutschen Rekordmeister. Ein ganz, ganz wichtiges Tor für den FC Bayern München hier in der Frühphase dieser Partie. Thomas Müller, der sich da super gegen Chris Smalling durchsetzt. Wieder mal ist Chris Smalling beteiligt bei einem Gegentor von Manchester United gegen Bayern München. Schon im Hinspiel hat er beide Tore verschuldet und auch hier beim 1:0 durch Thomas Müller sieht er wieder nicht gerade glücklich aus. 12. Spielminute, 1:0, jetzt sehen Sie in der Klammer ein Gesamtergebnis. Heißt das jetzt, Bayern München führt 3:1. Heißt aber auch, Manchester United braucht 2 Treffer und dann kommen wir hier in eine Verlängerung. Sollten die Bayern hier noch ein zweites Tor machen, dann ist die Sache höchstwahrscheinlich gegessen, denn dann braucht Manchester United 4 Treffer,
um in die nächste Runde einziehen zu können. Bayern München mit Frank Ribéry und in der Mitte ist, na klar, Arjen Robben. Schon das Kopfballungeheuer, muss man ja sagen. Nach dem Champions League Achtelfinal gegen Manchester City. United versucht zu reagieren mit Martial. Da kommen sie aber nicht ran. Memphis Depay verpasst da knapp. Eigentlich eine starke Anfangsphase von Manchester United, natürlich hier der herbe Dämpfer. Nur die Frage ist, wie lange brauchen sie sich, um von diesem Schock zu erholen? Martial, Depay nimmt den Ball rein, Rooney, aber ganz stark von Jerome Boateng, wie er da vor dem englischen Nationalkapitän da ist und die Sache souverän klärt. Boateng ist nicht zu Unrecht einer der besten Verteidiger dieses Planeten. Hat man in dieser Szene wunderbar gesehen und hat das auch gut bestätigt. Alaba. Bayern München kommt jetzt ein bisschen mehr mit Feldüberlegenheit, nachdem sie in der Anfangsphase so ein bisschen ja rigoros verteidigt haben und einige Lücken preisgegeben haben. Durch die Manchester United immer wieder durch ihre schnellen Spieler durchgeprescht sind. Benatia Rooney setzt gut nach und schickt Memphis Depay. Depay! Nächste Großchance für United. Rooney, klasse zum Spiel. Und dann verpasst hier Boateng und Depay hat die riesen Torchance. Verzieht aber. Das hätte ja fast schon das 1-1 sein müssen für Manchester United hier in dieser 28. Spielminute. Der Abschlag von Manuel Neuer. Damian ist dazwischen. Langes zu Spiel. Martial Neuer hält. Da wird der Abschluss von Manuel Neuer zum Bumerang. Damian schaltet schnell. Und Martial mit einer klasse Ballannahme und sofort abgezogen. Aber wieder ist, na klar, Manuel Neuer zur Stelle. Ein ganz starkes Spiel vom deutschen Nationaltorwart. Die Ecke von Man United kommt von Rooney hier reingetreten. Wieder ist Neuer da. Konterchance jetzt für die Bayern. Eingeleitet durch David Alaba, setzt sich da wunderbar durch, nimmt Robert Lewandowski mit, Foulspiel von Rojo. Na klar, taktisches Foulspiel, denn der weiß, ich muss dieses Foulspiel begehen, ansonsten kann eine gute Chance für die Bayern entstehen. So war es nur eine Annäherung ans Tor, die die Bayern durch diesen Freistoß nicht wirklich verwerten konnten. Freistoß war ja auf Höhe der Mittellinie und das ist auch nicht ganz so leicht, von da aus ein Tor zu kreieren. Also ganz wichtig von Rojo, aber keine gelbe Karte, sagte der Unparteiische, obwohl das ein taktisches Foulspiel war. Und fürs taktische Foulspiel gibt es normalerweise immer die gelbe Karte. Eckball Bayern München, die kommt, na klar, von wem wohl? Xavi Alonso, dem Spanier. Den Ball in die Mitte und der Kopfball. Und wie war's? Na klar, Arjen Robben. Immer wieder mit dem Kopf zur Stelle. Gilt eigentlich nicht als Kopfballungeheuer, aber seit dem Champions League Achtelfinal Hinspiel gegen Manchester City ist das schon wieder revidiert. Arturo Vidal, schönes Zuspiel zu Robben. Nimmt da Damian aus. Rojo klärt. In einer ganz gefährlichen Situation, war ganz stark gemacht da vom argentinischen Nationalspieler Rojo, Marcos Rojo. Wichtig, dass er da zur Stelle war und den Ball so geklärt hat. Man United bleibt aber insgesamt weiterhin sehr aktiv und griffig in den Zweikämpfen. Die Bayern kommen aber das ein oder andere Mal zu gefährlichen Chancen. Klar, die Bayern wissen, die dürfen hier nicht auf ganz ruhig spielen und das Ergebnis über die Zeit retten. Sie wissen, Manchester United kann immer wieder gefährlich sein, wie Memphis Depay hier beweist. Mehdi Benatia ist dazwischen. Wird ja nächstes Jahr höchstwahrscheinlich ersetzt durch Mats Hummels, aber jetzt kommt wieder Memphis Depay. Macht ein starkes Spiel, der holländische Nationalspieler.
Memphis Depay im Sommer gekommen von PSV Eindhoven. Damian, nächster Angriff. United bleibt aktiv. Schneiderling rein. Valencia, Ausgleich. Der Ausgleich für Manchester United durch Antonio Valencia. Meist eingesetzt als Rechtsverteidiger, heute war als Flügelstürmer. Und das hat sich bezahlt gemacht. Valencia eigentlich überhaupt gar kein Kopfballungeheuer. Natürlich Neuer nicht gerade glücklich. Schneiderling mit einer klasse Hereingabe. Hier wird er auch nicht richtig attackiert. Da kommen die Bayern zu spät. Und dann der Kopfball von Valencia. Alaba kommt zu spät. Nochmal Schneiderling bringt den Ball richtig schön in den 16er. Valencia ist vor Alaba und köpft ihn rein. Aber das Tor bringt zurzeit United nichts, denn Manchester United, wir werden es gleich im Ergebnis sehen. Da sehen wir es. Es steht jetzt weiterhin 3-2 für den FC Bayern. Heißt weiterhin, Bayern steht im Achtelfinale der Champions League. Manchester United ist Stand jetzt immer noch draußen. Aber United braucht nur noch einen Treffer und dann gäbe es hier eine Verlängerung. Aber soweit sind wir noch gar nicht. Trotzdem gutes Spiel von Man United. Und das ist der Halbzeitpfiff. Es steht nach 45 Minuten hier im Old Trafford 1-1 unentschieden. Bayern in der ersten Halbzeit mit 64% Ballbesitz dominiert dieses Spiel, auch wenn Manchester United die ein oder andere gute Chance nach vorne hatte. Und so ist auch das Tor zum 1-1 daraus entstanden. Beide Mannschaften kommen ohne Wechsel zurück in die zweite Halbzeit. Und Bayern versucht den ersten Angriff der ersten 45 Minuten, scheitert aber an Manchester Uniteds Verteidigung. Die Bayern aber immer wieder mit sehr starken Pressen, wie hier durch Arturo Vidal. Nur das Zuspiel war nicht so gut. Damian passt auf. Ganz stark gespielt er heute vom italienischen Rechtsverteidiger im Sommer gekommen. Vom FC Genua, der da auf der rechten Außenbahn eine starke Partie macht. Phil Jones versucht den Ball lang nach vorne zu schlagen. Aber da ist mal wieder Jerome Boateng gefährlich. Aber Neuer hat ein gutes Fußballverständnis. Das wissen wir vor allen Dingen seit der WM 2014, dass Neuer nicht nur ein guter Torwart ist, sondern auch ein guter Fußballer. Die Bayern wieder mit David Alaba gegen Philip Jones. Setzt sich da richtig gut durch und Chris Smalling in der Mitte. Chris Smalling, das wird ihm aufmuntern. Zumindest mal ein bisschen, nachdem er die drei Tore verschuldet hat, an der er maßgeblich beteiligt war. Hier hat er mal zumindest mal ein Erfolgserlebnis. Philipp Lahm mit der Reingabe und die Riesentorchance von Robert Lewandowski. Aber das war genau auf den Torwart. Und der Rea hat richtig viel Dusel, dass der nicht irgendwie ins Eck fliegt. Sonst ist das ein schönes Tor gewesen von Robert Lewandowski, der vor diesem Spieltag zusammen mit Antoine Griezmann der erfolgreichste Torschütze dieser Champions League ist. Wieder scharfe Hereingabe der Bayern. Bleiben hier auf den Außenbahnen sehr aktiv. Einwurf für die Bayern. Philipp Lahm, Arturo Vidal. Bayern bleibt aktiv. Ribéry, Lewandowski wieder. Und wieder ist es Daniel De Gea. Umgarnt von Real Madrid, beweist hier wieso. Ecke Bayern München. Bayern München reagiert und bringt Thiago Costa für Arjen Robben, der heute nicht so eine gute Partie spielte. Aber erstmal die Ecke von Xavi Alonso. Gefährlich! Nochmal zurück zu Arjen Robben, hat sich schwer getan gegen Damian, der auf der rechten Seite ein gutes Spiel gespielt hat. Nun soll über die andere Seite, jetzt über diese Seite von Arjen Robben, nun Douglas Costa seinen Job machen. Douglas Costa, schwierig immer, wie man ihn ausspricht. Die einen sagen Douglas, die anderen sagen Douglas. Es gibt so viele Sprachausgaben für ihn.
Aber ich bleib jetzt erstmal bei Douglas. Xavi Alonso mit der Reingabe. Costa hier zum ersten Mal am Ball. Verpasst. Gegenangriff. Man United. Schiedsrichter entscheidet auf. Stürmerfoul. Oh, das ist korrekt. Hier treffen zum ersten Mal Douglas Costa und Damian aufeinander. Dieses brasilianische, italienische Duell jetzt statt des holländischen, italienischen Duell, was wir vorhin hatten. Man United nach dem 1-1 jetzt nicht mehr so aktiv, bräuchte mal die ein oder andere Torchance, denn sie sind unter Druck, nicht der FC Bayern. Oh, Depay, der macht ein richtig gutes Spiel, immer wieder sehr aktiv. Rooney legt ab auf Depay und die Riesenchance für den holländischen Außenstürmer. Ein tolles Zuspiel wieder von Wayne Rooney. Wieder super für Depay. Der da auf der linken Seite Philipp Lahm auf den Schwitzen bringt. Rooney auch heute mit einem richtig guten Spiel. Zwar wenig Torchancen, aber er hat mittlerweile sein Spiel so umgelegt, dass er mehr als Vorbereiter, als Passgeber dient. Und nicht mehr so als vordere Sturmspitze. Und das macht er heute richtig stark. Legt immer wieder stark ab für Martial und für Depay. Wie in dieser Szene. Wieder die Bayern mit Costa. Schneider den klärt. Macht auch ein starkes Spiel. Nicht nur die Vorlage zum 1-1, sondern auch defensiv wie passsicher. Bayern München mit Xavi Alonso, mit Frank Ribéry, Carrick. Hat ja auch nochmal um ein Jahr bei Manchester United verlängert im Real Life. Hier zeigt er, warum er noch ein Jahr bei den Red Devils spielen will. Klasse Zuspiel von Lewandowski. Aber noch rechtzeitig ist der Jones dazwischen. Nächster Gegenangriff, Man United. Immer noch nachgesetzt. Marcus Rojo kommt da aber nicht zum Ball. Aufgerückt, klar. United muss jetzt ein bisschen mehr nach vorne schmeißen, deswegen kommen auch die Verteidiger davon. Aber so entsteht mehr Platz für den Ball, wie für Robert Lewandowski. Oh, da legt er sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Ansonsten kann das hier die Entscheidung bringen. Riesenmöglichkeit für die Bayern. Ribéry, Alonso, nimmt Müller mit. Schneiderling, Jones, Bayern setzt nach, will die Entscheidung. Und natürlich die Red Devils vom eigenen Tor halten. Ist das der zweite Manchester Club, der aus dieser Champions League rausfliegt nach City? Jetzt also auch United. Von United kommt jetzt ein bisschen wenig. Die Chance von Depay war noch die beste. Hat Manchester United nochmal eine richtig große Torchance zum 2-1. Jetzt kommt erstmal Bayern München mit Lewandowski. Scharfe Reingabe. Stark geblockt, aber aus dem Rückraum. David Alaba liegt nochmal ab. Jones klärt wieder. Gute Abwehrarbeit heute von United. Aber sie sind wieder mal nicht die bessere Mannschaft. Weniger Ballbesitz. Und in der zweiten Halbzeit nicht mehr so zwingend geworden, weil Bayern München das Spiel jetzt unter Kontrolle behält. Ganz anders in der Anfangsphase, wo Manchester United Chance an Chance hatte. Bayern München hat das Spiel jetzt unter Kontrolle und genauso spielen sie es. 88. Minute, sie suchen die Entscheidung. Thomas Müller. Ist er the man of the match, weil er das 1-0, das zwischenzeitlich 1-0 erzielt hat? Oder kommt nochmal Manchester United? Eine Minute Nachspielzeit, knapp bemessen. Vielleicht die letzte Szene und die gehört dem FC Bayern München. Douglas Costa macht das da ganz stark, setzt sich nochmal durch. Er fällt, der Schiedsrichter sagt, gibt keinen Elfmeter. Schneiderling bricht den Ball nochmal nach vorne, aber das war's. Manchester United und Bayern München trennen sich 1-1. Und durch den Hinspielsieg der Bayern ist Bayern München im Champions League Halbfinale. Glückwunsch! Also wir im Real Life stehen die Bayern unter den besten 4 Teams in Europa. Aber das liegt natürlich auch heute an einem starken Manuel Neuer und Jerome Boateng. Die Ergebnisse der anderen Partien
Zenit St. Petersburg unterliegt AS London 0:2. Real Madrid, Atletico Madrid 1:1. Manchester United, Bayern München 1:1. Barcelona unterliegt Chelsea London mit 0:1. Das heißt, AS London, Real Madrid, Bayern München und Titelverteidiger FC Barcelona stehen unter den besten vier Teams in Europa. Auch der FC Bayern München, das heißt, wir haben tatsächlich definitiv noch zwei Folgen. Jetzt die Auslosung des Champions League Halbfinale. AS London gegen Bayern München und Barcelona gegen Real Madrid. Also im Champions League Halbfinale kommt es auf das Aufeinandertreffen in der Gruppe wieder. Bayern München und AS London treffen schon wieder aufeinander. Und das seht ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play Pro Evolution Soccer 2016 Champions League. Bis dahin und ciao.